heute sind wir mal in Wilhelmsburg und gucken uns ein Konzert von Trümmer, Ratten und E123 an. Ja, wir sind wirklich in Wilhelmsburg. Es sieht hier so aus wie immer. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Konzert ist. Offiziell stand Reiherstieg dran und der Reiherstieg, das ist dieser komische Ort, wo immer das Dogville-Festival stattfindet. Naja, ist ein komischer Ort für ein cooles Konzert. Das Ganze ist auch im Rahmen von 48 Stunden Wilhelmsburg. Wobei in 24 Stunden könnte man sicher auch alles sehen, aber 48 kommt vielleicht ein bisschen cooler rüber. Wäre dann auch schon ein ganzes Wochenende. Ja, auf jeden Fall spielt im Rahmen dieses Festivals, sponsert bei IBA und allen anderen, die aus Wilhelmsburg einen hippen Bezirk machen wollen. Ich habe keine Ahnung, warum sie das spielen, aber wir gehen einfach mal hin, weil es coole Bands sind und wer da sonst noch so spielt. So, ich glaube, ich habe es gefunden, aber die haben hier ganz schön gebaut. Seht ihr das? Dieses riesige Logistikzentrum. Also ich glaube, das ist jetzt das Festival. Es sieht so aus, da sind viele Leute und ja, dann gucke ich da doch jetzt mal hin, was da so los ist. Okay, liebes Wilhelmsburg, wir sind Crest Defected Character, aber heute sind wir für euch einfach nur die Vorband von Trümmerratten. So, wir sind hier mit Chris Defected Character. Yeah. Was denkt ihr, wie viele Lieder schafft denn Trümmerratte, bis ihr, bis der Regen losgeht? Also nicht Trümmerratten? Oder die Trümmerratten? Trümmerratten schaffen auf jeden Fall ein Lied. Ich glaube, es kommt drauf an, wie lange sie noch brauchen. So irgendwie zwischen 1 und 16. Zwischen 1 und 16. So, ihr seid aus Hamburg? Genau. Zugezogen. Zugezogen quasi. Und wie man so sieht, ihr habt ein Lied, ganz Hamburg hasst die Polizei. Nee, das ist nicht von uns. Das ist nicht von euch. Das ist ein Cover. Von okay. Die Band heißt Symptome statt Ursache. Ja. Okay. Hat nichts mit uns zu tun. Aber das schöne Lied mit Lex Radikal ist von euch, oder? Das ist von uns. Das ist von euch. Ja, klang schön. Okay. Ansonsten seid ihr jetzt dabei, Wilhelmsburg schicker und fitter zu machen, dass ihr bei diesem wunderschönen Festival auftretet? Das Ding ist, ich habe mit Absicht richtig schlecht Bass gespielt, damit Wilhelmsburg halt nicht so schick wird. Ey, Alter, das ist Punk, das muss so sein. Was machst du für, dafür, dass Wilhelmsburg nicht schick wird? Ich räume mein Zimmer nicht auf. Das ist sehr gut. Du, ihr seid alle Wilhelmsburger quasi. Nee, ich bin Wilhelmsburger und ich wohne da, ja. Deswegen wird es dann nicht schicker. Okay. Gut, da die Band jetzt irgendwie immer lauter wird, habt ihr schon ein Folgekonzert oder sowas?
In Hannover spielen wir irgendwann im August. Und im Abstand in Berlin wieder mal. Wir spielen noch im Kraken. Und im Kraken spielen wir auch noch am 9. Juli. Am 9. Zusammen mit Meinhof. Okay, am 9. Juli im Kraken, wer es irgendwie schafft. Okay, ich glaube, es wird schwierig. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, das wird einigermaßen gut und ich hoffe, man versteht euch. Viel Spaß, werdet nicht nass. Konzert entfernt, weil es jetzt extrem anfängt zu regnen. Die Leute sind auch schon dabei, die Zelte festzuhalten und besser zu verschnüren. Noch höre ich die Trümmerratten. Sie haben tatsächlich 5-6 Lieder geschafft. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange oder wie gut das weitergeht. Ich habe jetzt hier in der Nähe mal Schutz gesucht und gucke, dass sich hoffentlich das Gewitter irgendwie gleich verzieht. Teilweise geht das Konzert jetzt wieder weiter, aber ich weiß natürlich noch nicht wann. Irgendwie ist hier noch völlig alles unter Wasser. Und wir haben hier die ganz berühmten Trümmerratten, die man von jedem Gullideckel und von jedem, von überall den Aufklebern in ganz Hamburg kennt. Ne? Also da muss ich euch sagen, ihr... Ja, sehr guter Auftritt. Wie weit habt ihr es geschafft? Einer hat einen Namen ausgelassen und einen verkackt. Ja. Aber mehr Lieder haben wir auch nicht. Nee, also von daher. Wir haben alles gespielt. Wir geben immer alles. Wir spielen nämlich keine Zugabe. Yeah, könnt super. Ihr den einen noch an Plack machen oder so? Ja, wir haben vorher mit der Vorband noch gewettet, wie viel ihr schafft. Dann seid ihr ja ziemlich gut durch soweit. Ja. Okay. Das dauert ja auch alles nicht so lange. Okay. Und barfuß auf die Bühne zu gehen, war ein Statement oder das hat sich einfach wegen dem schönen Wetter so ergeben? Kein Geld für Schuhe. Kein Geld. Okay. Es war einfach warm. Ne? Okay, wisst ihr schon, wann euer nächstes Konzert hier in Hamburg ist? Hamburg? Tatsächlich nicht. Nächste Woche spielen wir in Berlin. Okay. In WB13. Okay. Mit Killerkommando Rollkoffer. In Hamburg vielleicht im Logo irgendwann im August. Okay. Im Oktober. Oktober, ja. Aber das wird sich jetzt rausstellen, also weil da eine Nazi-Band spielt. Also nein. Grauzone kann man sagen. Grauzone. Band. Okay. Und wir haben den Veranstalter. Müssen das erstmal klären. Okay. So. Aber wir haben jetzt erstmal Sommerpause. Ich glaube, vor Oktober gibt sich jetzt hier nichts mehr in Hamburg. Okay, dann irgendwie schön auf Woodstock gehen und genießen, oder was? Ja. Das klingt doch super. Okay, dann danke ich euch soweit und hoffe, dass alles irgendwie trocken und heile wieder nach Hause kommt, über Handy und was auch immer. Zu spät. Okay. Schlimmste verstanden. Ja, ich hätte ja jetzt gerne, unglaublich gerne noch E123 geguckt, aber die sind wohl wieder abgehauen. Ob sie das Mischpult und den Rest der Bühne wieder sauber kriegen für eine spätere Band, weiß ich nicht.
Aber irgendwie sind alle lustig drauf und haben jetzt alle viel Spaß. Ja, das war der erste Konzertbericht-Eintrag von Schreibfehler. Ich hoffe, es hat euch irgendwie einigermaßen gefallen, auch wenn einige Interviews teilweise schlecht verständlich waren oder gar nicht verständlich. Auch wenn alles jetzt ein bisschen verwackelte Bilder sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde gucken, dass ich diese komischen kleinen Probleme fürs nächste Mal in den Griff kriege. Ich hoffe, von euch zu hören und wir sehen uns das nächste Mal. Bye! Okay.